Bum, bum, bum. Und damit mal wieder ein Start aus einer anderen Perspektive oder einer anderen Umgebung und einer ganz anderen Uhrzeit. Mein Gott. Jo, so schaut's aus, aber wenn ich Lust habe, dann hab ich Lust. Jo. Wir haben vieles gemacht. Da habe ich mal eine Energiezelle gebaut. Dann habe ich natürlich die nächste Stufe des Chatpacks gebaut und hier unseren ganzen Big Reactor vorgekraftet, den wir jetzt mitnehmen. Und so frech wie wir sind, gehen wir jetzt den aufbauen. Im neuen Haus natürlich. Moment, Moment, Moment. Geht da bei die Leiter hoch? Hino. Ich hätte gar nicht so weit hoch müssen. Hätte gar nicht so weit hoch gemusst gehabt, gewissen. Versteht ihr? Mathe ist keinen Sinn. Dann ist ja auch gut. Wir wollten auf jeden Fall im Keller, den habe ich schon mal ausgehoben, hier unseren Big Reactor aufbauen. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Abgesehen davon, dass ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon habe, was ich jetzt hier mache, weiß ich, dass wir hier diese ganze Bodenfläche ausleihen müssen. Ui. 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 Ich habe gar kein Jelerium-Glas gemacht. Na gut, damals wurde der Reaktor ja auch nicht auf Schirmbasis gebaut. Nur unser Reaktor sollte schon schön sein. Ich meine, er steht ja immer im Keller. So. Tun wir ihn gleich mal füllen. Damit das auch alles hier so seinen Sinn macht. Und übrigens macht das Zeug natürlich auch Licht. Ist schon wieder schlimm mit den Fliegen heute. Schwören alle so in der Gegend rum. Machen wir mal kurz das Fenster auf, hast du alle wieder durch die Gegend flattern. Und wir haben erstmal März. Da hat sich wohl jemand verzählt. Das war nicht ich. Es war schon damals so. Wo den Reaktor das erste Mal gebaut hatten. Ja, da fehlt genau irgendwie eine Säule. Die ist weg. Gut. Kann man nichts machen. Ist halt so. Ja, das. Kommen wir erstmal zur Grundstandardbelegung mit der ganzen Himmelsrichtung, sonst wird man ja hier verrückt. Hier ist der Hauptgang, sprich hier kommt die Energie raus. Also hier sind in erster Linie mal die Access-Ports und ja, weil wir jetzt noch im Bau sind, wird auch hier die Energie rauskommen. Nur theoretisch nicht. Ein bisschen schöner machen. Weil die Ports, die bleiben ja wahrscheinlich. Die Energie nicht. Die Energie ist ja nur vorläufig mal hier. Kann sein, dass ich den noch später ein bisschen umbaue. Wegen, jo. Wir können natürlich jetzt keine Reaktor-Fluid-Ports reinmachen. Weil da kriegt er sonst ein Problem damit, wenn wir von ihm Steam und Dings haben wollten. Soweit sieht das die Konfiguration nicht vor. Ja. Ich habe auf jeden Fall 4 Stacks Gelid-Gryphorium gemacht, um hier einen ganzen Reaktor zu schaffen. Genau, so schaut's auf jeden Fall aus. Da und dort und da. So, es fehlt natürlich noch ein bisschen was an Casings, weil irgendwie sich alles bei mir nicht ausgeht, wenn ich sage, ich habe meine Tabelle dafür und ja. Tabelle erzählt halt nur Müll. Das wird wahrscheinlich das Hauptproblem sein. So, dann können wir jetzt erstmal kurz wieder nach Hause gehen.
und können wieder ein bisschen was vom Big Reactor dazu bauen, denn so geht das nicht weiter. Reaktor Glas. Dazu brauchen wir auch Reaktor Zeugsen. Hier rechts, links, Glas ist also bisschen weiter kraften. Da brauchen wir irgendwas um die 25 davon. Brauchen aber auch noch so paar Dinger. Moment, 7, 7, 14, 14, 28, 28 minus 4. Es wird nichts. So, 24 ähnlich. Wenn es eins übrig. Und wenn ich jetzt wieder wette, dann geht's eh schief, aber gut. Wir können das ja mal machen. Graphit. Was ist denn hier los? Wer hat diese Welt geboren? Was ist denn hier los? Hier. Das habe ich nicht bestellt. Ich habe hier warmes, sonniges Wetter bestellt. Es ist warm, sonnig, oder? Ja. Dann ist doch alles gut. Dann ist alles gut. Warp NH. Gibt es auch irgendwo ein NH-Hotel? Das fällt mir zu NH nur ein. Gut, ja, hier, hier. So, was wir noch haben wollten, ist natürlich Reaktor Computer Port und Reaktor Controller. Also wie gesagt, Controller, da müssen wir eigentlich nie ran. Computer Port ist halt hier. Ist eigentlich egal, wo man das Ganze platziert, denn das sind, wie gesagt, nur die Ports. So, jetzt wollen wir mal das ganze Ding hier befüllen. Ja, so einfach geht das Ganze. Nimmt ihr nicht vom Bildkraft dieses Fluidgate, das braucht noch Strom. Strom kriegt dadurch diese hier. Dings, okay, es braucht keinen Strom. Ich denke mal, das ganze Zeug braucht Strom. So. Ja, das Zeug ist nämlich tödlich. Ich hatte damals mal auf irgendeinem Server, bin ich mal da drin gestorben in der Flüssigkeit. Da war ich noch. Mein Grabstein in der Flüssigkeit, meine Güte. Macht schon Sachen mit. Genau, 4 Stacks habe ich ja gesagt. Und dann ist das Ding jetzt hier zu. Und das Ding produziert, also die Flüssigkeit ist so kalt, dass die, wie gesagt, diesen komischen hier Zeugsen produziert. Ba-ba-ba-ba-bam. Schick, schick, und das Glas hat auch gereicht. 25 Cent ist jetzt. So, das wäre jetzt unser Reaktor. Wenn wir Lorium mit hatten, würde der auch enorm viel Strom generieren. Nur das ist heute gar nicht unser Ziel noch. Denn unser Ziel ist es heute, unser Netzwerk aufzubauen. Netzwerk, das klingt schon wieder so interessant. Hier hinten, das soll ja quasi unser Serverraum werden. Wo quasi unser Server stehen wird. Hier drüben geht's schon wieder raus. Gut, die Wand würde ich gern dazu irgendwie nutzen, nur ich weiß nicht, ob wir das so machen können. Die Wand ist, wie gesagt, nicht. Ah, die Wand ist, wie gesagt, gerade und das gefällt mir, wie gesagt, nicht. Wir könnten hier eine Wand reinziehen. Dann ist es so eng. Lieber dann hier drüben rausziehen und hier noch eine Wand und dann passt das eher. 5x5. Ja, sieht eher aus. Ah, nicht schon wieder verrecken. So ist das Leben. So ist das Leben. Wir haben einen Hauptserver.
Beim Hauptserver. In dem wir alles machen können. Wir haben zwei Nebenserver, die die ganzen Anlagen regeln werden. Hauptserver. Den muss gerade dieses ganze Computerkraftzeug angelegt werden. Zwei. Drei. Aber Pocket Computer ist in dem Fall ID 0. Ist halt so. Mit der ID ist, wer sich mit Computerkraft nicht auskennt, ja, ist halt so. Und ich werde jetzt irgendwo, wahrscheinlich werde ich auf Dropbox irgendeine Datei machen, wo ich da immer das Programm editieren kann. Und die werden auf in Einstellungen, also ich werde hier ein übelstes Programm schreiben. Ich habe viel vor. Das ist der Hauptcomputer und die anderen zwei, die werden nur Syntax-Code ausführen. Über den kann man alles steuern. Und dann will ich noch so ein Disk-Drive bauen, da kann man den Pocket auch reinlegen. Und können dann sagen, update den jetzt. Aber man könnte auch hier drin sagen, update. Weil ich will das Ganze jetzt über Internet machen. Zuerst wollte ich es irgendwie über Filesystem machen. Jetzt über Internet. Und ich habe auch die Wireless Reinschalten in allen Modifikationen auf 1000 gestellt. Müssen wir schauen, ob es geht. Ich hoffe mal ja. Nur man weiß ja nie. Gut. Kann ich mich nämlich jetzt schon mal ansetzen und mein erstes Anfangen hier mit dem Programmieren und Redstone-Schalten und legen. Wow. Genau. Denn das will ich nämlich unbedingt machen und deshalb bin ich eigentlich auch hier und deshalb mache ich dieses Projekt eigentlich. Mein ganzes Haus mit Computerkraft zu überwachen. Ein Haus, was ein enormes Haus ist. Jo. Und um gleich euch noch was zu zeigen, Computerkraft, also ich werde es euch nicht erklären, denn man sagt mir immer, Sascha, du kannst nichts erklären. Ich habe schon vielen Leuten versucht, Computerkraft zu erklären. Manche haben es kapiert, manche nicht. Nur das. Schaut euch Videos an, da gibt es genug. Wenn ihr jetzt was wirklich Spezielles wollt, schreibt mich halt an. In den Kommentaren, dann können wir uns gerne mal irgendwo hier auf dem Teamspeak treffen oder keine Ahnung. Müssen wir halt schauen. Kann ich versuchen, euch ein bisschen zu erklären. Also, in meiner Freizeit beschäftige ich mich oft irgendwas mit Programmieren. Ihr könnt ja auch mal auf meiner Webseite vorbeischauen, dann müsst ihr ja auch mal weitermachen. Nur, ihr wisst ja eh. Programmieren, manchmal, jetzt habe ich gerade wieder auf Lua voll Bock. Und ich habe in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mit HTML, PHP und keine JavaScript und keine Ahnung, wie die komische Sprache hieß, gearbeitet. Wegen der Webseite und ja, bin ich gerade wieder dran. Ist halt solche Sachen. Habe ich jetzt letztens erstmal wieder keine Lust drauf gehabt und Lua hätte ich jetzt gerade mal wieder Bock, weil Lua ist halt wieder was ganz anderes. Also, ich kann mal kennen, nicht zu Programmierersprachen so ein was sagen. Bringst du eine, bringst du alle. Unterschiede gibt es recht wenige. Ist einfach so. Könnt ihr jeden wirklich fragen, Unterschiede gibt es recht wenige. Eine Computerkraft ist ja quasi eine API für Lua, wenn man es genau nimmt und zumindest noch was Spezielles. Natürlich könnte ich meine ganzen Programme, die ich hier habe, mache ich auch manchmal. Weil Computerkraft ist langsam und wenn ich jetzt irgendwas für Schule oder sonst was mache, schreibe ich durchaus gerne mal ein Lua-Programm. Einfach so, weil ich Bock drauf habe. Und lasse sie dann im richtigen Lua laufen und nicht auf Computerkraft. Basis. Jo. Jetzt wisst ihr so ein bisschen was, was ich so in meiner Freizeit mache. Bringt euch aber auch nicht viel weiter, denn. Jo. Ich müsste hier drauf programmieren, denn die ganze Welt kriegt jetzt so blau und wahrscheinlich erstmal alles Mögliche in Folge 20. So. Und ich würde jetzt gerne Webscreen bauen. Nur, das wird heute wahrscheinlich doch nichts. Wir brauchen Rosen. Rosen, rote Rosen. Rote Rosen brauchen wir.
rote Rosen. Wo kriegen wir eigentlich Kaktusgrün her? Ich kann's nicht begreifen, ich kann's nicht verstehen. Ich sehe nur das, was ich hier sehe. Ich sollte aufhören mit Singen, das glaube ich. Aber ich weiß es nicht, was ich hier tue. Rote Rosen, rotes Grün, rotes Blatt. Jetzt habe ich gerade Rosen verschwendet. Mein Gott. Kakteen, ja, Kakteen. Kakteen? Hä? Also mein Lapis hat gerade kein Mensch verstanden, oder? Kakteen. Ja, Kakteen ist sehr gut, frei hier. Ja, wir haben ja keine Wüste in unserer Nähe. Aber ich will meinen Monitor haben. Ich will jetzt auf Google gehen. Ja, das ist vielleicht auch noch das, was einige jetzt interessiert. User is about to die. Activate in Hover Mode. Das solltet ihr immer anhaben bei den Rainforest Jetpacks. Damit ihr automatisch, sobald ihr irgendwie hier im Tiefflug seid, also von weit oben im Tiefflug seid, ich könnte jetzt natürlich noch abbremsen. Es funktioniert nicht immer, wie gesagt. Ihr solltet auch nie darauf verlassen. Ich bremse zwar auch ab, aber ihr seht, dieses System blockt dann durchaus mal in Hovermod. Ist auf jeden Fall recht praktisch und empfehlenswert. So. Wo ist jetzt der verdammte Wüster? Die Richtung vielleicht. Jetzt fliegen wir wieder auf dieser Welt rum. Die Welt ist doch schon 30 Megabyte groß. Pff. Weil ich ja Backups mache. Weiß ich das so genau. Aber es ist ja auch nur die gepackte Welt dann sozusagen. Das ist eigentlich nix. Nur ist eigentlich auch egal. Sie bringen die FPS wieder ein, weil er ja hier diese Welt generiert. Wunderschöne Welt. Bin gerade ein bisschen genervt, weil keine Kakteen hier sind. Ja, das ist ganz schön dämlich. Das ist extrem dämlich. Dann geben wir es halt auf und nehmen halt das Grün. Okay. Das Slime, das wird nicht funktionieren. Oh, ich habe Botania-Erfolg bekommen. Ich habe eine Botania-Blume abgebaut. Mein Gott. I am the champion. Also, was soll denn das? Das finde ich jetzt, also Kakteen wären schon recht gut, aber jetzt fliegen wir herum. Jetzt brauche ich natürlich eine Lösung für das Problem. Ich hätte das eigentlich noch gerne euch was gezeigt. Moment mal, das müssen wir uns mal kurz näher anschauen. What's this? Fucking home. Ich weiß gar nicht, ob es euch vielleicht schon aufgefallen ist, nur ich habe jetzt hier Angst. Das sind mich die Ofenbomben meisten. Alter Schwede. Blut. Bringt zwar alles nichts, aber ist trotzdem Blut. Wieder einmal türmt mich bei mir die Frage auf, welcher Mod tut das? Ich habe doch nichts installiert. Die Dungeon habe ich noch drin. Moment. Habe ich die reingetan?
Scheint so. Jetzt habe ich die doch reingetan. Okay, wir haben also jetzt hier Kampf-Dungeons mit drin. Ihr seht, ich weiß selbst nicht, welche Mods ich in meinem Modpack drin habe. Nur, die haben sonst immer solche Kampftürme und nicht solche Häuser. Nice. Und was euch vielleicht noch aufgefallen ist, ich habe jetzt Biomes und Plenty-Texturen wieder von so ATX mit reingepackt. In meinen Resource Pack. Na gut, das Resource Pack ist eigentlich von Edgecrafter 27, also. Er hat das alles zusammengestellt. Also ist nicht mein Resource Pack. Ich habe nur die. Ich darf es nur verwenden. Darf es zwar nicht freigeben, aber ich darf es benutzen. Und auch die Inhalte in Videos zeigen. Daher erstmal noch einen schönen Dank an Edcrafter, weil das Texture Pack mir gefällt wirklich. Und zum Beispiel auch gewisse Texturen hat er ja auch selber gemacht. Wie zum Beispiel jetzt von der Platinum-Logistik die ganzen wunderschönen Festplatten. 1K, 4K, 16K, 64K. Und natürlich da noch das C und noch ein paar andere Texturen. Also es ist nochmal interessant, wenn er dann mal eine neue Version rausbringt. Von seinem Texture Pack. Für sich selbst und er gibt er immer meistens den Link. Hat man da und wieder schöne Texturen. Ist eigentlich recht cool. Da erstmal noch einen recht herzlichen Dank. Nur, das macht ja jetzt alles hier keinen Sinn, denn wir finden keine Kakteen. Das finde ich gerade verdammt dämlich. Da sind wenigstens dunkle Pflanzen. Ich weiß gerade nicht, was ich noch sagen wollte. Texture Pack das, Texture Pack dies, Texture Pack jenes. Keine Ahnung. Awesome. Ein Berg. Ein richtiger Berg. Bin ich ja nicht hier. Ja, Berg könnten wir halt auch wohnen, nur ich kann nicht ständig umziehen und wir werden drüben wohnen. Und ja, wir werden uns damit abgeben müssen, dass wir halt nicht in diesem wunderschönen Berg hier wohnen können. Wenn ich nämlich hier weiter rumfliege, würde ich sagen, da ist cool und das ist cool und dies ist cool und alles ist cool, aber ja, es ist cool. Es wäre auch geil, dort zu wohnen, aber da kommt tun wir dadurch halt nicht. Dieses komische Ding müssen wir kraften. Das nutze ich ab und dann kriegen wir hier den. Das nutze ich nicht ab. Und dann kriegen wir hier diesen Florastab raus. Heute gibt es mal eine volle Überlänge. Einfach weil ich Spaß habe. Haben wir auch noch nicht gebaut, Nordic Dictionary Conversation Table. Das wird uns zwar hier nicht weiterhelfen, weil der Mod nicht mit Ordex-Einträgen arbeitet. Dämliche Mod. Weil das ist Die Queen. Nur vielleicht können wir ja aus dem Grund, was Die Queen ist, das umwandeln. Das finde ich jetzt sehr unfair, weil es ist einfach vom Mod wieder so eine idiotische Kacke. Weil der halt Die Queen nimmt. Moment. Bin ich jetzt gerade ganz dämlich. Hier steht drin Die Queen. Und Die. Und hier steht drin. Aber er wird wahrscheinlich normales nehmen und nicht den Ordic-Namen abfragen. Finde ich aber jetzt gemein. Kommt man keine Kakteen. Normalerweise ist es ja normales Grün. Kommt. Also ich würde sagen, das ist ganz schöne Frechheit. Jetzt kommt, Leute. Also das mache ich jetzt nicht mit. Drei, fünf, eins, zwei.
3, 5, 1, 1, 2. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen, dass ich überhaupt cheate. Und das in der Aufnahme. Aber solche Sachen mache ich nicht mit. Sowas finde ich einfach eine Frechheit, wenn einfach Mods kacke programmiert sind. Ich könnte jetzt auch extra ein Rezept hinzufügen. Auf dem Server würde ich das wahrscheinlich machen, aber wir sind hier auf keinem öffentlichen Server. Und das ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich keine Kakteen habe. Wir brauchen eine Tastatur, wir brauchen noch das, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Eieieiei. Eine Enderperle. Weil es linker, was brauchen wir noch? Nix. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mal schauen, was das Ding eigentlich alles kann. Kann das JavaScript? Kann das? Was kann das eigentlich? Es kann vieles. Was ist das eigentlich? Fragen sich bestimmt manche Leute jetzt. Es ist ein Monitor. Moment, nicht abschwenden, nicht abschwenden. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ihr gerade seht. Ich sehe nichts.